länger her, da habe ich. Das ist ein bisschen zu fies jetzt. Hast du Kontakt mit Bu? Sorry? Hisham hatte noch eine spannende Frage. Hast du manchmal Lampenfieber? Also hast du zum Beispiel hier Lampenfieber? Kommt das noch vor bei dir? Es gab eine Zeit früher, wo ich überhaupt gar kein Lampenfieber hatte, komischerweise. Und es hat sich irgendwie dahin entwickelt, dass ich auf einmal wieder angefangen habe, irgendwie nervös zu werden. Und gerade auch bei dieser Tour, wenn ich das Gefühl habe, es geht um sehr viel, dann bin ich schon nervös. Und doch, ich habe oft Lampenfieber. Heute hatte ich auch Lampenfieber, also immer wieder. Also es ist, vielleicht liegt es auch an dem Alter, weil du weißt noch nicht, aber umso älter man wird, umso mehr Sorgen macht man sich auch. Und ist umso das mehr so? Kopf. Ja, natürlich. Also man fragt sich ja immer, weißt du, also für einen selber, das, mit 14 hatte man das Gefühl, ja, das ist doch ganz normal, dass ich jetzt bis 3 Uhr nachts draußen bleibe und hier am Zeiger drehe und die Eltern sitzen zu Hause und man denkt sich auch, was übertreiben die, warum nerven die mich jetzt und rufen mich an, aber es ist tatsächlich so, dass das mit dem Alter das Sorgenpotenzial, das Sorgenbarometer auf jeden Fall steigt. Jetzt mache ich mir aber schon mit meinen kleinen 23 Jahren ein bisschen Sorgen. Hast du da eine Narbe oder so, die ich erst jetzt gesehen habe? Ja, hast du da was mal gemacht oder so? Ja, also ich habe diverse Narben. Also hier Narben. Hast du eine ein bisschen so, aber auf der anderen Seite hast du irgendwie auch so... Zeugen meiner harten Kindheit. Ja, nee, jetzt, was ist, oh, du hast da noch ein komisches Haar. Woher kommt das? Keine Sarah? Ahnung. Hey, nein. Okay. Vielleicht zu überschwänglich begrüßt die Mitarbeiterinnen hier. Nein, das ist keine Ahnung. Ist das hast du mir da, das wolltest du mir anhängen. Nee. Das ist so eine Bill Clinton-Geschichte hier gerade irgendwie. Nee, so viel sind wir bei uns ja nicht. Nee, wir haben dich nicht in die Pfanne. Aber nee. Hat das was auf sich mit den Narben? Oder weißt du noch, woher das die sind? Ja, ich weiß noch, woher die sind. Aber es sind halt alte Geschichten, so alte Erinnerungen, die man natürlich auch nicht immer alle wieder aufleben lassen. Aber es war nicht so ein Gang-Battle oder so? Nein, man hat halt einiges erlebt in seinem Leben und natürlich, ja. Ich führte Kriege gegen Brüder und fing mir ein paar Narben ein. Nein, genau. Es wurde gerade gefragt, ob du wieder am Frauenfeld bist, am Opener Frauenfeld dieses Jahr. Nein, wir sind aber bei einigen anderen Festivals in der Schweiz. Wir sind beim Touch the Air zum Beispiel. Oh, sehr cool. Für die Schweizer, die auch mal, weil es ist ja immer so, die Deutschen kommen immer in die Schweiz fürs Frauenfeld und ich finde, man sollte den Spieß mal umdrehen. Ich finde, ich lade die Schweizer ein, auch mal zum Splash zu kommen, nach Deutschland. Also ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Jahr viele Schweizer dahin kommen würden. Und das Splash hat wieder erlebt einen Aufschwung wieder und dieses Jahr machen wir Savage & Friends und da lade ich viele bekannte und befreundete MCs und Rapper halt ein und versuche mit denen da am Zeiger zu drehen. Als Hauptdeck dieses Jahr daher, ich freue mich sehr, wenn jeder Schweizer, der aufs Splash kommt, freue ich mich. Aber auch die Festivals hier nehmen wir mit natürlich. Die Schweizer, die es nicht ans Splash nach Deutschland schaffen, die können ja nach Davos gehen. Am 10. März Davos, wirst du dort genau. Den Snow Jam rocken mit Leuten wie Sean Paul, Ice Cube, Phenom Den und so. Freust du dich auf den Schnee? Ja, auf den Schnee sehr und auch auf die Berge, aber ich wusste gar nicht, dass Sean Paul und Ice Cube da sind. Doch. Ja. Und ich würde gerne Baby Boy mit ihm zusammen performen. Alter. Baby Boy, okay. War das mit Sean Paul? War Baby Boy mit ihm? Ich glaube schon, keine Ahnung. Hast du den Twitter-Name gefunden? Nicht? Das Mikrofon hast du sonst hier, falls ich. Genau? Sorry, ich habe recherchiert, aber irgendwie ist sie verschollen. Ich habe sie auch nicht mehr drin. Schade, ist sie schade, wieder Schokolade. In der tiefen Depression und von also Twitter. Sie wird geschrieben G-A-E-L-L-E. Sie kommt aus Atlanta und ihr Album heißt Transient und ich will mit ihr ein Feature machen. Also ob sie die Leute jetzt über Facebook stalken nerven, ob sie über Twitter zu Tode nerven, vielleicht hasst sie mich ja auch danach, aber ich würde mich sehr freuen. Ist das eine klare Ansage für die Leute da draußen? Tun ein bisschen Detektivarbeit machen. Und jetzt, Savas, kommen wir dann langsam zum sehr spannenden Teil, weil du willst es ja eigentlich selber. Ne? Ja, das haben wir schon am Anfang der Sendung klären können. Er würde es sehr gerne selber haben, das exklusive Kunstwerk gemacht vom Onur, der Typ, der dein Albumcover designt hat. Ja. Wirklich ganz, ganz groß. Und wir haben ja gesagt, jemand, ein Choice-Zuschauer oder Zuschauerin machen wir enorm glücklich, weil wir verlosen das Teil live. Findest du, der Zeitpunkt ist jetzt okay? Der Zeitpunkt ist super, der Zeitpunkt ist reif und wenn das der cool Savas seid, dann würde ich doch sagen, jetzt machen wir jemanden glücklich. Herzlich willkommen, guten Abend und du gönnst ein fettes Kopf vom Kuss Savas! Yeah! Ganz herzliche Gratulation. Wer bist du? Von wo läutest du an? Ich bin der Roman. Hey Roman? Ich bin gerade bei meiner Freundin, die Leute von dort an. Bin ich gerade vom Essen abgehauen. Geiles hier. Was macht er? Der war mit seiner Freundin essen und dann hat er sich jetzt davon gestohlen, dass er das Teil abgreifen kann. Ah, okay. Ich habe was anderes verstanden. okay.
Hey, Roman, hast du noch eine Frage an Savas? Ja, folgendes. Ich mache selber auch Musik und wollte dich fragen, was du bei den Texten am wichtigsten findest. Also ist selber der Text oder der Beat, was ist so das ganz, also ist das Gesamtpaket wichtig oder der Text für dich? Also die Form natürlich, in der man das vorträgt, sprich der technische Teil, das ist natürlich absolut wichtig, weil etwas, was scheiße klingt, will ja kein Mensch hören. Aber unterm Strich, denke ich, ist Musik ein Gefühl und umso mehr echte Gefühle du da reinsteckst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders das spürt, dass das, was du sagst, auch wirklich so gemeint ist und echt ist. Egal, ob es jetzt ein Party-Track ist oder was auch immer, aber es geht halt irgendwie darum, man muss einem das abnehmen können. Und ich glaube, das ist für mich persönlich bei anderen Musikern wichtig. Und es muss einen halt auch selber Spaß machen. Es muss einen auch irgendwie glücklich machen und einem selber was geben. So. Frag ihn doch mal, ob er was vorrappen kann. Ja, du kannst ja kurz ein paar Zeilen vorrappen. Nein. Willst du nicht? Okay. Roman, come on! This is beautiful! Das Bild ist Zwei Ziele, come on, baby! Zwei Ziele, etwas, was ich rhyme, das schaffst du? Yeah, du bist life of choice. Nein, das kann ich nicht bringen, ich kann nichts tun. Okay, komm, ich gebe dir einen vor. Yo, wir chillen jetzt alle da im Living Room. Und der Roman ist so cool und gönnt das Bild vom Cool Savas. Herzlichen Applaus. Aber jetzt wollen wir schon noch wissen. Roman, hast denn du überhaupt Platz für diesen riesen Schinken in deiner Wohnung? Oder wohnst du schon allein, oder wie? Ja, nein, ich mache das einfach so, rühre alles raus und das Bild kommt rein. Also ob wir jetzt den ganzen Hausrat rauskippen müssen, dass das Bild Platz hat. Das, ja, wo, aber es hat ja an der, das geht ja an die Wand. Das ja, wo soll er es hin tun? Hast du eine Idee? Ach, das muss er selber entscheiden. Also ich habe ja vorhin rumgewitzelt, Schlafzimmer ist ein bisschen zu heftig, glaube ich. Also könnte auch deiner Freundin irgendwie ein bisschen nicht so gut gefallen. Aber coole Vorstellung. Hauptsache nicht Toilette bitte, ja? Sonst bin ich mit allem cool. Roman, du weißt schon, dass ein Fötterli muss an info@choice.ch schicken muss, wenn du das Bild aufgehängt hast. Oder uns auf Facebook posten, gell? Versprochen? Das ist komplett im. Ja, jetzt sprichst du in fremden Zungen. Das gehört dir gerade ein bisschen schlecht. Probier's noch mal ganz kurz. Okay, gut, Roman, peace out. Danke, hast du angerufen. Und Applaus! Und so macht man heutzutage Menschen glücklich irgendwie. Geil. Ist schon krass, wie einfach das geht. Du chillst ja auf dem Sofa und irgendein Typ kriegt einfach so eine riesen Fratze von dir. Wahnsinn. Das ist doch super. Ihr seid Killer. Also sowas gibt's nur bei Joyce TV, habe ich gehört. Das ist so. Und auch nur bei Joyce TV gibt's ja, dass wir nachher noch die ganze Juice-Dokumentation zeigen. Das Making of Aura. Oh mein Gott. Also gleich im Anschluss, eine halbe Stunde. Das ist auch krass, oder? Ja. Vielleicht könnt ihr die oben ohne Szenen von Sergey und mir rausschneiden. Das wäre sehr cool, auf jeden Fall. Würde ich begrüßen. Meinst du? Okay, cool. Du spielst morgen im Extra. Ja. Wie verbringst du den heutigen Abend noch? Wir werden im Hotel hängen. Ich schätze, Sergey wird mir, obwohl, er ist mit Freundin heute. Also ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal dazu... er will pokern. Also die Jungs werden pokern. Wir haben einen Freund von uns, David, der auch die ganze Zeit unterwegs ist. Der stachelt immer alle an gerne zum Pokern, um die dann auszunehmen. Also das ist so sein Spezialgebiet. Die haben mich einmal, muss ich erzählen, kurze Anekdote, haben die mich überredet, dass ich beim Pokern mitmache. 50 Euro Einsatz. Ich glaube, ich war so 70 Sekunden, 90 Sekunden war ich im Spiel. Hab dann wieder das Zimmer verlassen. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder mit einem von euch spielen. Und habe dann auch tatsächlich nie wieder mit denen gezockt. Hey, Sabas, also, solange du gut rappen kannst, das ist auch das Einzige, was ich kann, tatsächlich. Also für Pokern hat es nicht gereicht. Nee, es wird gepokert, es wird vielleicht gegessen, vielleicht gehen wir ins Hilte oder so, Schleichwerbung an der Stelle. Ich würde mich auch freuen, wenn ich eine Portion umsonst kriege, kostet ja ein Teller schon 50 Euro quasi, für uns sehr teuer, für euch sehr billig. Also, cool. Ja. Wir haben leider nur noch eine Minute Sendezeit. Zieht nein! Sich fast um. Ja, Sabas, es ist... Die Zeit ist eine Bitch, manchmal, ne? Die Zeit ist eine Bitch. Yes. Wann besuchst du uns das nächste Mal, ganz kurz? Wann kommst du das nächste Mal? Mit der Liga der außergewöhnlichen MCs, mit Olli Banjo, Orsons, Buddy Ogun und so weiter. Hand drauf? Ja. Yes! Yes! Und hiermit müssen wir uns leider schon von den Zuschauern verabschieden. Ihr seid so geile Siechen. Danke euch allen fürs Zuschauen.
Ich würde sagen, der Sir Jay darf noch ein bisschen Stimmung machen im Hintergrund. Und dann gibt es jetzt einen fetten Applaus. Starting now! Für was? Danke sagen! Würde ich auch noch sehr gern am Kool Savas, Mo Mitchell, Sir Jay, am Onur, am Juice Magazine, Nation Music, unseren Partner, Granary Sounds, Bayer Dynamic, einem begeisterten Publikum da, begeisterten Zuschauer die hier, Deutschland, Österreich, Schweiz und alle, die heute möglich gemacht haben. Ciao zusammen! Woo! Yeah, yeah, yeah!